Reinhard Gross, bitte. Herr Präsident, Hohes Haus, von Ihnen erwarten wir uns, dass Sie als Speerspitze vor diesem Haus bei der Budgetdebatte stehen und nicht zusehen, wie die Finanzministerin 30 Minuten hier nicht im Saal war bei einer wesentlichen Debatte, wo es um ihr Budget geht. Aber ich bin die letzten Stunden, Tage und Wochen über Ihre Vorsitzführung und über die Vorgangsweise der ÖVP auch nicht mehr überrascht. Meine Post, meine ungeöffnete Post wird durch Abgeordnete der ÖVP vorgelesen und vorzensiert. Ihre ÖVP-Justizministerin verfolgt mich mit Klagen, weil ich den Straftatbestände beim ÖBB-Skandal aufgedeckt habe und der Staatsanwaltschaft übermittelt habe. Gestern in der Neugebauer Manier stellt sich hier eine gewisse Frau Hackl her und sagt, Abgeordnete der Opposition können psychiatriert, sie sind krank. Das ist ohne dies alles das, was wir aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch gekannt haben und gehört haben. Ich stelle aber fest, es entwickelt sich sehr viel in diese demokratiepolitisch bedenkliche Situation. Und das aus Ihrer eigenen Schwäche heraus, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP, die nicht einmal mehr imstande sind, ein ordentliches Budget zusammenzubringen. Dass der Präsident hier mitmacht, entsetzt mich persönlich selbst, aber das hat er mit dem Gewissen und mit den Abgeordneten des Parlaments selbst zu vereinbaren. Sehr geehrte Damen und Herren, die Finanzministerin hat gestern in ihrem Lesament, nicht Parlament, von Sprechen war gar keine Rede, sondern ausschließlich von Lesen, Folgendes gelesen. Ich als Ihre Finanzministerin habe ein Ziel. Ich will Stabilität schaffen, damit unser Geld seinen Wert behält. Das sagt sie bei einer 3%igen Inflation und wahrscheinlich einer Situation, wo wir aufgrund der Wirtschaftskrise einer galoppierenden Inflation entgegensehen werden. Sie sagt auf der Seite 13, die Ausgangslage ist keine einfache. Die Schulden sind auch in Österreich bedrohlich angestiegen. Das sagt die Finanzministerin einer Partei, die seit 11 Jahren den Finanzminister stellt und seit gefühlten 300 Jahren in der österreichischen Bundesregierung die Zügel in der Hand hält. Hervorragend, entlarvend ehrlich, sehr geehrte Damen und Herren der österreichischen Volkspartei. Und dann hören wir im Gegensatz dazu heute, auch für die Zuseherinnen und Zuseher, die um 9.37 Uhr das noch nicht gesehen haben, den Herrn Klubobmann Kopf, die Schulden müssen runter. Und um 9.38 Uhr, hohe Steuern sind der Tod der Wirtschaft und des Wachstums. Und da nimmt man sich die verlesene, im Übrigen laut Hofer und Gerald Groß vom ORF, schlecht verlesene Rede her, wo die Ministerin sagt, Österreich ist ein Hochsteuerland und die Steuern erdrücken uns. Die Finanzministerin derer Partei, die diese Steuern in Österreich eingeführt hat. Und dann, am Höhepunkt der Neuverschuldung dieses Budgets von 3,2% oder auch 9 Milliarden Euro, sehr geehrte Damen und Herren, die sich darunter nichts vorstellen können, 9 Milliarden Euro sind, wenn man 1-Euro-Münzen stapeln würde, der Weg auf den Mond. Das sind die Hälfte von 780.000 Kilometer. Wenn die Finanzministerin an der Spitze dieses Turm zu Babel stehen würde, würde sie am Mond ankommen. Das Problem ist nur, dass 780.000 Kilometer wieder der Retourweg auch bedeuten, dann haben wir die Finanzministerin erst wieder in diesem Haus sitzen, samt ihrer Schulden. Nur damit wir uns einen Überblick über die Schuldensituation einmal vergegenwärtigen. Die sogenannte Anti-Schulden-Partei, Österreichische Volkspartei, verursacht 9 Milliarden zusätzliche Schulden in diesem Jahr. Und der Abgeordnete Stummvoll geht heraus und sagt, wir können ja nichts tun. Geben Sie uns doch Vorschläge, wie wir diese 9 Milliarden Euro einsparen. Und jetzt lege ich Ihnen zumindest Aspekte eines alternativen Budgets vor. Josef Buchert hat mit Wirtschaftsexperten über 2 Jahre jetzt hinweg quasi ein Alternativbudget, ein Sparbudget für diese Republik entwickelt. Staats- und Verwaltungsreform, Ablaufdatum für Gesetze, einheitliche Förderstellen, Schluss mit Bagatellförderungen, Harmonisierung der Beamtenpensionen, Abbau von 30.000 öffentlich Bediensteten durch natürlichen Ablauf sind 1,250 Milliarden Euro. Gesundheitsreform, Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, Prävention als leitendes Prinzip, Finanzierung aus einer Hand, Abschaffung des Missbrauchs des ICAT-Systems, Stopp dem Medikamentenmucher, 2 Milliarden Euro. Reform des Bildungs- und Schulwesens, Frau Minister, da sind wir mit Ihnen einer Meinung. Beseitigung von Doppelgleisigkeiten in der Schulverwaltung, einheitliches Dienst- und Besoldungsrecht etc. 200 Millionen Euro. Und das geht dann weiter bis zum Sparpaket für Politik, wo wir 150 Millionen Euro lukrieren, bis zur Abschaffung des Bundesrates, der Abschaffung ihres Inseratenwahns, der Repräsentationskosten, der staatlichen Zuschüsse für die ÖBB. Und wir kommen auf 7 Milliarden 125 Millionen Euro, die wir einsparen. Und sehr geehrter Herr Stummvoll, Herr Kopf, dann hätten wir ein Nulldefizit. Nicht das Nulldefizit, das Sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben haben, sondern hätten wir es jetzt. Was Sie machen, Sie belasten weiterhin die Menschen. Sie spekulieren in Ihrem Budget mit der Inflation und damit mit gesteigerten Einnahmen, nämlich aus der Bevölkerung, statt dass sie endlich im eigenen Bereich sparen. Wissen Sie, welcher Straftatbestände Sie sich schuldig machen, sehr geehrte Frau Minister?
168a Strafgesetzbuch Pyramidenspiel bei der Griechenlandhilfe bis hin zur Untreue und zur fahrlässigen Kreda. Dieses Budget ist die Untreue und die gelebte Kreda an den Steuern unserer Österreicherinnen und Österreicher und wir lehnen es auch ab. Nun ist die